Ach, das tut alles nicht, das ist alles Mist. Y-Glieder sind immer gut. Wenn ein Glied nicht reicht, dann hat man nachher zwei. Kurzes Intro zum heutigen Video. Ich wollte einen Master-Slave-Schalter bauen. Das heißt, ich habe zwei Probleme. Und zwar Nummer eins, mir fliegt manchmal Sicherung raus, wenn ich die Gesamtanlage, also Computer plus Gelumpse oder eben Fernseher plus Gelumpse einschalte. Neue Sicherungsautomaten, bla 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 bla. Und es gibt ja das Problem, eigentlich will man ja immer nur ein Gerät einschalten und der Rest sollte eigentlich dem nur folgen und keinen Standby-Verbrauch machen. Ich habe mir gedacht, jetzt filmen wir mal mit, da sind wir in 5 Minuten fertig. Denke ich öfters. Und dann immer stehe ich vor derselben Frage. Ja, er babbelt schon wieder zu viel, gell? Schneide ich euch jetzt alles weg, was schiefgegangen ist und zeige euch bloß das Ergebnis. Aber das machen eigentlich andere schon. Also, ich nehme euch jetzt mal wieder mit Absicht mit. Und wenn ihr nur das Endergebnis haben wollt, dann blende ich euch den Timecode ein, wo ihr vielleicht dann ja mehr oder weniger das Endergebnis seht. Und wenn euch interessiert, wie so ein Prozess abläuft, was da alles schief gehen kann bei so einer ganz simplen Aufgabe, dann schaut's euch oder dann bleibt's einfach dran für das ganze Video. Also, dann würde ich mal sagen, viel Spaß. Es könnte einen zweiten Teil geben, wenn das jemanden so interessiert, wie es mich interessiert hat. Ich habe da ein paar Ideen, wie man da weitermachen könnte. Also, jetzt, der ist schon ganz bremsig. Jetzt weiter zu dem Kerl im Video. Das wird heute eine Bastelfolge werden. Und zwar kennt ihr doch wahrscheinlich alle diese, ja, beschissenen Master-Slave-Steckdosenleisten. Auch wenn man Master-Slave heutzutage ja fast nicht mehr sagen darf. Also diese Leading und Following. Was die machen ist, ihr schaltet ein Gerät an und der Rest klackert dann mit dazu. Das hat früher total Sinn gemacht, weil viele Geräte einen riesen Standby-Verbrauch hatten. Und riesen heißt tatsächlich teilweise 40 Watt. Nach den ganzen neuen Gesetzänderungen und so weiter gehen die ja in den Bereich auf jeden Fall deutlich unter 1 Watt runter. Bei mir ist zum Beispiel so, an meiner Anlage steckt noch ein Subwoofer und der frisst wirklich 40 Watt. Und da ist es natürlich geschickt, wenn man den nur einschaltet, wenn ein anderes Gerät schon an ist. Und wie diese Master-Slave-Steckdosenleisten das machen ist, ihr habt eine Leading-Following-Steckdosenleisten das machen, ist, ihr habt eine Steckdose, da steckt euer Master drin und wenn der Strom eine gewisse Schwelle überschreitet, dann zieht ein Relais an und der Rest geht mit an. Klingt eigentlich total logisch. What could possibly go wrong? Everything. Es gibt mehrere Varianten von dem Zeug. Ich habe von verschiedenen Firmen, deswegen muss ich jetzt gar keinen Namen nennen, das Zeug probiert, das tut immer eine Weile und dann spinnt's. Dann passiert es entweder, dass das Relais kleben bleibt oder nicht mehr schaltet. Da gibt es wieder Hersteller, die haben eigentlich schon sprichwörtlich damit ein Problem. Warum und wie funktioniert das? Und fangen wir mal mit dem Allerwichtigsten an. Warum sage ich, dass Leading-Following-Steckdosenleisten der letzte Rotz sind? Weil sie einen Standby-Verbrauch haben. Weil die Elektronik meistens, also alle, die ich kenne, sollte irgendein Hersteller ein anderes Beispiel haben. Ich kann das mir gerne zur Verfügung stellen. Die Elektronik ist so beschissen, dass sie so ein, zwei, wie auch immer, ihr könnt es gerne messen, Watt, Standby-Verbrauch erzeugt, auch wenn gar nichts an ist, wenn überhaupt nichts an ist. Und weil es auch so beschissen gemacht ist, gehen halt dann mal, das sind meistens Kondensatornetzteile, die Kondensatoren kaputt und dann tut's nicht mehr oder das Relais ist so billig, dass es nicht mehr schaltet. Und dann fragt man sich, warum. Es gibt noch ein zweites Problem, was ich jetzt gerade habe, nachdem ein paar Versicherungen gewechselt wurden. Ich schalte gerne ganze Geräteparks auf einmal an, weil ich es einfach nicht brauchen kann, dass zu viele Geräte am Standby hängen, weil ich habe halt auch viel rumstehen. Im Moment fliegt, wenn ich meinen Computerbereich einschalte, fliegt jedes 10. Mal der LS-Schalter. Und ja, man kann den LS-Schalter wechseln gegen einen anderen Typ, aber eigentlich doch wieder nicht, weil man muss ja erstmal gucken, wie da ist der Leitungsquerschnitt, Leitungslänge, Spannungsfall, bla 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 bla. Oder man kann es anders machen und schaltet die Geräte später. Und jetzt kommen natürlich wieder alle daher, oh, hier ist ein bisschen unsauber, und sagen, ja, da könnte man Sequencer nehmen. Es gibt ja so Verzögerungseinschalter. Es gibt Anlaufstrombegrenzungen. Das können wir alles einmal machen. Anlaufstrombegrenzungen, da kann man verschiedene Sachen machen. Oh, ich glaube, das führt jetzt zu weit. Wir machen jetzt nämlich hier die beste Leading, Following, Schalt, bla bla bla. Also das Beste des Besten. Und alle anderen machen es eh falsch. Was ist jetzt der Gedanke? Und jetzt habe ich tatsächlich schon 3 Minuten gequasselt, ohne zum Punkt zu kommen. Mein Experiment wird sein. Die meisten Geräte haben USB inzwischen. Selbst euer wunderbarer Fernseher hat wahrscheinlich einen USB-Ausgang. Und der geht irgendwann mal an oder gibt 5 Volt mit einem gewissen Strom raus. Ich sage jetzt auch gleich, dass diese Bastelei hier ist on your own risk.
Ihr könnt damit, wenn ihr es falsch macht oder wenn euer Gerät es nicht kraft, nicht rafft, verträgt, könnt ihr euch eure Geräte zerstören. Das andere ist, wir werden mit Netzspannung experimentieren, das dürft ihr nicht machen, deswegen ist das Ganze nur gedacht, dass ihr jemandem das als Anleitung gibt, der elektrotechnisch bewandert ist und das machen darf, weil Netzspannung kann euch schmerzhaft und möglicherweise sogar tödlich umbringen. So, ich habe den Gedanken nicht zu Ende gebracht, aber das macht nichts. Die meisten Geräte haben USB mit 5 Volt. 100 mA müssten schon so rausgehen, ohne viel Gezeter. Und jetzt kann man sich ein SSR kaufen, das hat einen Eingang 3 bis 32 Volt und kann 230 Volt schalten. Und jetzt habt ihr wahrscheinlich die Gedanken schon zusammen gemacht. Wir schneiden das hier ab. Wir machen also einen auf Maker. Maker heißt ja im Prinzip, dass man keine Ahnung hat, aber irgendwelches Zeug zusammenstopft und sich modular dann drauf verlässt, dass das tut. Und dieses Dingens hier schaltet dann ein. Ich bin noch nicht sicher, ob ich es da reinkriege in das Gehäuse. Das wird sehr unelegant. Ist mir jetzt aber erstmal wurscht. Wenn das tut, dann könnt ihr das immer noch abwandeln und irgendjemand geben, der sowas darf. Problem dieser Lösung ist, erstens mal, ich habe keinen grün-gelben Draht. Litze. Zweitens ist, es ist nur eine einpolige Abschaltung, keine zweipolige Abschaltung. Das ist nicht elegant. Aber da gibt es eine Lösung dafür. Aber zu der kommen wir später. Was man noch gucken muss, das ist eins von den billigeren, was ich hier bei Amazon gesehen habe. Link unten in der Videobeschreibung. Nicht alle sind damit begeistert oder davon begeistert. Ob das auch wirklich sein Strom kann, ist die Frage. Muss es aber bei mir gar nicht, weil es ist nur der Einschaltstrom, den es verkraften können muss. Wir werden dann schauen, ob es das vielleicht zerreißt, weil der Einschaltstrom dann doch zu hoch ist. Der Gag ist halt gegenüber der Relais-Variante, dass erstmal mit 3 Volt schon tut, dass es nicht viel Strom braucht und geräuschlos schalten würde. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Ich habe das in meiner Jugend immer gehasst, diese Dinger hier zu löten. Aber wenn man jetzt den Lötkolben einmal abgegradet hat, durch einen direkt geheizten, dann hat man auch eine gewisse Chance, dass das einigermaßen was wird. VDE-gerecht wird es eh nie sein. Und wie ich jetzt schon dreimal gesagt habe, das ist ein Experiment. Und das ist natürlich grundsätzlich auch auf Steckdosenleisten erweiterbar, die so einen externen Schalter haben. Ne? Also ihr könnt meinem Gedanken folgen, dann ist das alles ein bisschen schnuftiger. Ist, glaube ich, der Fachausdruck dafür. Das ist ein bisschen groß. Merke, aufhören mit dem Löten, bevor es Plastik schmilzt. So, das war ja einfach. Das ist richtig hot. So. Und mit was ich mich jetzt noch gar nicht beschäftigt, C5-mal beschäftigt habe, ist, wie ich das SSR, ja, ich weiß, das ist Push. Das geht ja gar nicht, nein. I'm not excited. Oh, das könnte gehen. Na, ich höre schon wieder schreien, dass man das so nicht macht und dass das nicht normgerecht ist und keine VDE-Zulassung kriegt. Und das Schlimme ist, die haben alle recht. Aber das Wichtigste ist, dass man jetzt hier guckt, dass Output auch wirklich auf Output verbunden ist, weil sonst haut es euch da drin den Optokoppler. Hey, das wollt ihr nicht haben. So, im Prinzip kommt das dann nachher so drin und leider habe ich noch keine Idee, wie ich das Ding so befestigen könnte. Aber das ist dann eine neue Geschichte. Und jetzt natürlich gucken, ob man, dass man den PE auch richtig erwischt, weil der, achso, da darf man jetzt gar nicht lachen, weil das ist sehr, sehr schlecht, wenn das nicht passt. Also die besten Steckdosen sind es auch nicht, muss ich sagen. Aber die Befestigung ist mir schon wieder leicht suspekt. Ich muss noch eins dazu sagen. So wie ich das jetzt einsetzen werde, natürlich nur jemand, den ich nicht kenne, das einsetzen werde, ist, das Ding ist im Normalbetrieb sowieso aus. Der Hauptschalter schaltet dann das Gerät, um das es geht, ein mit dem hier zusammen. Und das kriegt dann verzögert Versorgungsspannung. Also das Ding ist auch nicht unbeaufsichtigt am Netz. Müsste man nur mal kurz betonen, wobei es ist das natürlich könnte. Ihr könnte das natürlich variieren. Im Prinzip braucht ihr dann den Hauptschalter gar nicht. Das ist nur eine Spinnerei von mir. Also, rot und schwarz ist Plus und Minus. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen,
Abschirmung, gut, das juckt uns nicht, aber die Datenleitungen, die würde ich jetzt nicht einfach kurz schließen. Wir müssen ja nicht in welches Gerät wir den Spaß hier reinstecken, ne? Also das würde ich jetzt nochmal abschrumpfen, das Ganze. Sicherheitshalber. Da hat sich noch ein bisschen Abschirmgeflecht her verlaufen. Da mache ich es mir jetzt einfach. Ich kapp die und lasse die auf entgegengesetzten Seiten rauslaufen. Das muss dann reichen. Also der Sinn vom SSD ist schon klar, oder? Der Sinn ist, dass der Primär- und der Sekundärkreis optisch getrennt sind. Jetzt werde ich eine Sünde begehen zum Probieren und die jetzt hier direkt ohne Adern enthülsen. Wow, Ketzerei. Da drauf schrauben. Oh, also die Geflecht hat der Dive gesehen, da muss man ein bisschen aufpassen. In der Hinsicht, dass die euch einen Kurzschluss irgendwo machen, wo ihr es nicht haben wollt. Na, der Spaß hält nicht mal, toll. Das Zeug hält nicht. Jetzt schau mal, ob ich die 05er Adernenthülsen da drauf krieg. Ja, das sind nicht wirklich die richtigen, ich weiß. Niederspannung, also Niederspannung ist falsch. Schutz, Kleinspannung. Tja, das hält. Erstaunlich. So, dann machen wir jetzt mal den ersten Reality-Abgleich. Und das ist der Teil, der wirklich gefahrlos ist, weil er eben mit Schutzkleinspannung arbeitet. Das Experiment wäre, fängt hier die Leuchte oder wenigstens an zu leuchten, sonst haben wir gleich verloren. Nee. Ui. Seht ihr das? Es leuchtet. Noch kann ich es anfassen. Es leuchtet. Das ist schon mal nicht hoffnungslos. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der euch gefährlich umbringen kann, weil Netzspannung nicht witzig ist. Übrigens, diese schaltbaren Steckdosenleisten, ich muss es öfters mal betonen, damit ihr euch nicht in Sicherheit wiegt, die schalten manchmal nur einpolig ab, gell? Also die Lampe ist aus und ihr denkt, hahaha, da kann ich ranfassen bei euren doch gefährlichen Experimenten, die ihr dann am Schluss macht. Ja, und denkst die Puppe, ne? Trotzdem gefährlich. Wir spielen jetzt kleine Glühbirne brennen. Oder, ne? Deck mal den Scheiße mal an. Ey. Das ist... Wieso leuchtet das blöde Ding jetzt schon? I'm not amused. Was ist das für ein Scheiß? Der Triak leitet schon bei... Sollte er nicht. Und das ist eine ohmsche Last. Ah, das ist doch ein Scheiß. Das sieht aus, wie wenn der einseitig leitet. Ich kann jetzt bloß... Nein, ich kann nicht. Na klar, das ist der Klassiker. Super. Der ist einseitig leitend. Triak ist klar, oder? Ja. So billig sind sie eigentlich auch wieder nicht, gell? Und die macht da Mordsgeschieß. C5-Wall. Tata. Es ist immer gut, wenn man einen Plan B hat. Und ich wollte euch eigentlich die Relais-Variante in einem anderen Video vorstellen. Aber wenn das hier nicht tut... Also nochmal zum Verständnis. Jetzt erstmal gucken, was wirklich aus ist. In dem Ding ist ein Triak drin und ein Optokoppler und den Rest, den lassen wir jetzt mal lieber weg. Also sonst nicht viel. Bei nicht ohmschen Lasten, da kann es schon mal sein, dass ein Triak zündet, wenn er nicht zünden sollte. Aber das hier ist eine ganz normale Glühbirne. Wenn der da halbwegs durchleitend wird und ein Triak besteht aus zwei Thyristoren im Prinzip, ne? Und Thyristor ist eine schaltbare Diode. Also, das Ding ist hä, sage ich jetzt einfach mal als Fachmann, das ist hä. Ich schicke das zurück, weil da kenne ich gar nichts, weil das ist dann doch wieder nicht so billig. Ah, da ist Strom drauf, genau. Aber nur 5 Volt. Die kann man bis zu 40 Ampere kaufen. In bezahlbarer Variante, aber bezahlbar heißt trotzdem teuer. Deswegen habe ich mir jetzt noch so ein Modul besorgt. Das kann angeblich, da steht auf der Verpackung steht DC 5 Volt, 12 Volt und Hick Power. Also High Power. Auf die Dauer werde ich sauer. Nein, hilft nur Power. Nein, egal. Wie gesagt, also diese Fädchen hier, die sind echt kritisch, wenn man mit Netzspannung bastelt. Aber macht ja eh nicht. Da ist jetzt im Prinzip... Hä? Was haben sie denn da gemacht? C5, weil das braucht eine Versorgungsspannung. Okay. Das hilft mir natürlich genauso wenig. Jetzt vermute ich mal, das ist ein 12-Volt-Relais, so wie das ausschaut. Ah ja, klar. Okay, das wissen wir gleich. Ground und In. Das brauche ich nicht einmal festschrauben. Ja, und da müsst ihr es jetzt schon knacken, ne? Tut's aber nicht. Weil das, da ist ein Optokoppler, ein Transistor, bla bla. Also das will 12 Volt Grundversorgung haben. Ja,
Das können wir schon machen, aber dann bringt das Ganze ja nichts mehr, gell? Jetzt können wir was ganz Böses machen. Ich ziehe das mal raus. Auf dem Relais muss doch die Versorgungsspannung draufstehen. Das habe ich jetzt auch noch nie erlebt, ne? Also seht ihr hier. 30 Ampere, 250 Volt. One Horsepower, 1 PS. Und bei 120 Volt AC. 1,5 bei 240, 30 Ampere. Dafür haben sie da LEDs. Warum haben sie da zwei LEDs? LED 1, LED 2. Anleitung haben sie mal lieber keine dabei. 5 Volt. Komm, die lasse jetzt direkt rein. Wenn es abbraucht, ist mir das auch wurscht. Weil ich damit jetzt nichts anfangen kann. Oh. Das ist nicht gut. Oh. Das macht klackerdi-klack. Bei 5 Volt und 200 mA. Okay. That's surprising. Kann ich dem auch 5 Volt Versorgungsspannung geben und das tut? Moment. Dann müsste ich ihm jetzt bloß Ground ist in der Mitte, weil, genau. Hier einfach 5 Volt VCC geben. Das geht aber irgendwie nicht, ne? Und was ist dieser lustige Jumper hier gut? High und Low. Mhm. Versteht das irgendjemand? Also 12 Volt. Wenn ihr schon 12 Volt wollt, dann kriegt ihr auch hier 12 Volt. Also ich fasse zusammen, hier kommen 5 Volt rein. Und jetzt sollte hier irgendwas passieren, was es nicht tut. Ich finde es ja schon lustig, dass das hier not connected heißt, aber angelötet ist. Ah, seht ihr das? Da leuchtet eine rote Leuchtdiode. Wenn ich es jetzt umpole. Oder den Jumper umsetze. Leuchtet dieselbe Leuchtdiode. Hä? Ah, man hätte natürlich auch dem Jumper nachgehen können, ne? VCC führt auf den Jumper hier. Also wenn ihr euch das anschaut, da ist ja auch irgendwas im Argen. Weil das hier, das sieht nach Sauerei aus und da macht der Jumper auch keinen Sinn mehr. Ich behaupte mal, da ist gar keine Leiterbahn, ne? Also das ist schon mal verkehrt, weil nämlich auf der Oberseite führt, soll das nämlich irgendwo hinführen. Und das sieht mir jetzt gerade so aus, wenn der Optokoppler hier in Serie ist, dass man jetzt das hier einfach brückt und ach, das tut alles nicht, das ist alles Mist. Alles Mist. Kann nicht einfach nur irgendwas funktionieren. So, ich klicke einen Auswurf. Kann man nicht einmal was bauen, was auf Anhieb funktioniert? Zerfix. Und weil ich jetzt nicht weiß und nicht wissen will, was diese ganze Bahn hier macht und ich die ganze andere Elektronik nicht dran haben will. Ja, ja, ich weiß, das ist gepfuscht. Geht's mal weg. Ich will jetzt hier irgendwas ausprobieren. Ich will doch eigentlich nur maken. Und diese Bahn, und warum unterbreche ich die Bahn, habe ich, glaube ich, jetzt gerade erklärt, oder? Weil da irgendwie Elektronik dranhängt, die eh nichts gescheit tut, weil da Brücken in Leiterbahnen drin sind, die da garantiert nicht hingehören. Weil, so bin ich draufgekommen, ne? Also die Brücke kann ich ja so stecken. Das macht aber keinen Sinn, wenn hier und hier schon eine Verbindung ist, ne? Was mich jetzt hier stören würde, wenn man das mit Netzspannung betreiben würde, dann wäre jetzt hier dieser Abstand, der ist mir nicht groß genug. Also das ist auch vermurkst, weil die Kriegsstrecke ist einfach zu gering. Aber ich möchte jetzt erstmal wissen, ob das Ding überhaupt täte mit 5 Volt. So, nachdem ich jetzt die Elektronik da jetzt wegverbunden habe. Wegverbunden, auch so ein tolles Wort. Schauen wir mal, ob es klackt. Es klackt einwandfrei. Ist nur die Frage, wie viele Geräte das schalten können. Also das Relais kann's. Aber hier diese Distanz ist halt... Also da besteht halt die Gefahr, dass ihr nachher 230 Volt auf euren Geräten habt. Das ist nicht witzig. Also das Modul ist hier Schrott und das Modul ist auch Schrott. Aber billig. So, es ist viel passiert. Also sind ein paar Tage vorbei und ihr seht, dazwischen ist ein bisschen Müll passiert hier. Ich habe ein neues SSR bestellt, mir war es blöd. Und dann habe ich den Tipp gelesen, ich glaube es war im Microcontroller-Forum, da guckt manchmal was Gescheites her. Kauf mal bei Pollin. Ungewöhnlich. Habe ich gemacht über eBay, weil dann kann mir nämlich wenigstens gescheit beschweren, wenn der Scheiß nicht tut. Macht hier sogar einen rechtfertigen Eindruck. Bis auf das, ich habe zwei bestellt, einer kam. Aber fairerweise muss man sagen, Kundenservice angeschrieben, sofort die Rückmeldung. Kein Problem, wir schicken dir eins kostenfrei nach. Kein Ding. Ja, das Blöde ist... Jetzt habe ich natürlich die Adern enthüllt. Ihr merkt, was meine Schmerzen sind. Ich könnte jetzt fluchen wie ein Rohrspatz, weil ich meine Zange, meine Krimpzange für die schönen Verbinder nicht finde.
Oh, das gibt wieder Hate Mail, wenn ich das jetzt drauflöte. Aber ist mir jetzt wurscht. Ich will jetzt hier ein Proof of Concept. Deswegen wird es jetzt hier gelötet. Live with it. Der Lötdraht ist eigentlich jetzt zu dünn für die Aktion. Und neulich hat mich einer gefragt, warum ich kein Flussmittel verwende, weil ich da den Chip so ein bisschen malträtiert habe, also weil es nicht ganz so richtig sauber aussah. Ihr wisst schon, dass im Lötdraht in der Mitte Flussmittel ist, gerade für den Zweck. Also für den Alltagsgebrauch ist das ausreichend. Ja, ich betone es nochmal, das sollt ihr so nicht machen. Das ist keine saubere Art und Weise, so eine Verbindung hier herzustellen, gell? Aber ich will jetzt wissen, ob das tut, und ich will die ganze Geschichte in der Praxis testen, ob das auch wirklich mein Problem löst. Und ich habe jetzt auch keine Lust, wieder zu warten. Entweder auf meine Crimpzange oder auf ein anderes SSR, das hier vernünftige Anschlüsse hat. Ja, ich lasse es mit Absicht so. Das alles. Ihr seht halt auch, was schief geht. Weil in der Praxis werdet ihr das nicht immer so sauber sehen, wie ihr es sonst immer bei den Demonstrationen seht. Und ich finde, das frustriert eher, wenn man denkt, dass alle anderen machen es perfekt, bloß man selber hat immer Probleme. Nee, das Leben ist voller Probleme, außer ihr seid ein Maker. Dann habt ihr natürlich keine Probleme, das ist klar. Da läuft immer alles, weil ihr bloß zwei Stecker zusammenstecken müsst. Ich warte immer noch, dass von den richtigen Makern die Hate-Mail kommt. Bis jetzt kaum noch keine. Also das Leben ist voller Sachen, die schief gehen. Und mir geht es eigentlich so, Sachen, die ich noch nicht ausprobiert habe, die mache ich erst einmal ein bisschen murksig. Dann weiß ich, was schief gehen kann. Und dann machen wir es richtig. Und das ist jetzt hier die Variante, das machen wir jetzt murksig. Gewissensfrage. Vorher schrumpfen oder erst probieren? Natürlich erst probieren und dann schrumpfen. Ist doch logisch. Auch da habe ich noch für euch eine andere Variante. Und zwar mit einer USB-Buchse. Die kann man dann schön ins Gehäuse reinfummeln. Und dann kann man ein beliebiges Kabel anschließen. Ist relativ viel eleganter. 4 bis 32 Volt. Ich bin immer gespannt. Kann es sein, dass ich hier die zweite Seite nicht verlötet habe? Ja, da habe ich jetzt keinen Schrumpflauf drumherum gemacht. Jo, mein. Where is my light bulb? Also so wie das ausschaut, das muss beinahe fast perfekt funktionieren. Was kann da schon schief gehen? Lampe, Steckdose. Gucken, dass die einseitig schaltende Steckdosenleiste auch ganz ausgesteckt ist. Weil sonst kann es einem ziemlich elektrisch wehtun. So. Ja gut, und dann Strom drauf, ne? Hier den Lötdraht von der Steckdose weg. Einschalten. Nichts passiert? Ja genau, es darf auch nichts passieren. Das soll ja erst was passieren. Wenn ich den USB-Teil reinstecke. So. USB. So, Strom drauf. Ah, ihr merkt. Und wenn ihr ganz genau guckt, dann seht ihr, da leuchtet ein Lamperl. Ist ja fantastisch. Oder wie Schwarzenegger sagen würde, fantastisch. So, das heißt, das ist schön. Dann kann ich jetzt mit meinen Versuchen anfangen und das Ganze in der Praxis testen. Ich habe immer noch keine Idee, wie man dieses SSR verbindet, also wie man das mechanisch fixiert. Ah, der Schrumpfschlag war wahrscheinlich ja nochmal zu groß. Der Spaß passt überraschend gut rein, wobei hier ist er mir eigentlich zu nahe an der Verbindung. Da machen wir dann doch lieber. Machen wir es nochmal auf, machen wir da lieber doch Schrumpfschläuche drauf, man weiß ja nie. Ah, es ist das Ding. Das trägt schon ein bisschen auf, gell? Ja, ich habe es nicht perfekt geplant. Also das hier würde hier reinpassen. Da würde. Die müssen raus hier. Ich weiß nicht, geht es euch aus, wenn man einmal mit Murksen angefangen hat, dann wird es irgendwie nichts mehr. Ne? Dann, also das Ganze ist schon doomed. Das wird so nichts, nie mehr perfekt werden, so wie man sich das eigentlich normalerweise wünschen würde. Deswegen, ich war schon kurz davor, so eine Verteilerkiste zu nehmen. SSR auf Hutschiene und so weiter, weil da kriegen wir es dann hin. King of Murksing. Jetzt ist natürlich die Zugentlastung auf derer Seite. Okay. Also es wäre vollkommen logisch gewesen, jetzt hier nicht dieses Ding herzunehmen, sondern ein Kabel mit einem Typ A-Stecker. Aber da das jetzt bestellt ist und ich echt keine andere Verwendung dafür habe, nehmen wir jetzt das hier. Ich kann mir jetzt einreden, dass das einen Vorteil hat. Man kann ein Kabel verschiedener Länge hier anschließen. Ja, diese Zugentlastung perfekt gar nicht funktioniert. Does not work.
properly. Now it works. So, Deckelauf, hast was drauf. Ah, die Kabelführung ist eine Katastrophe. Also das ist eh, wie gesagt, Proof of Concept wird dann wahrscheinlich, wenn es sich bewährt hat, eh umgebaut in was Gescheites. Haha, leuchtet. Lampe glimmt, Antwort stimmt. Gut, ich starte mit der Experimentierphase und in einer Woche machen wir weiter. So, und jetzt spielen wir wieder, hätten Sie es gewusst. Es ist eine Woche vorbei, ich habe mit dem Teil hier gespielt. Ja, was könnte jetzt schiefgegangen sein? Ihr dürft jetzt munter raten. Also, Fail Number One. Das ist einfach zu groß. Wenn ihr das auf eine Steckdosenleiste steckt, zufällig habe ich eine parat. Ihr merkt es, es blockiert tatsächlich drei Steckdosen. Gut, man kann es am Rand, dann blockiert es bloß noch zwei. Super, mega, fail. Nicht nachmachen. Aber ach, das wäre nicht so schlimm, weil man könnte ja, wenn man eh schon das Ganze hier an den Rändern der elektrischen Legalität betreibt, dann könnte man natürlich auf Ideen kommen, das, ja, ich habe ja schon mal gesagt, in Verteiler reinzumachen. Stecker, Verteiler und dann vielleicht eine von den Bachmann-Steckdosen leisten. Aber das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, ich stecke ihn rein, ne? Und meine Konfiguration sieht da so aus. Ich habe einen Hauptschalter, der schaltet im Prinzip alles ein. Und im Moment war es noch so, dass ich den PC dann, ja, es ist ein bisschen blöd, per PC den Taster eingeschaltet habe, weil zu faul war das im BIOS zu ändern. Aber da kommen wir jetzt auch gleich drauf, das ist jetzt ganz spannend. Und was mache ich? Ich stecke das in den USB-Anschluss des PCs. Hier ist die restliche Peripherie dran. Das ist die Konstellation, die halt ab und zu Sicherung geschmissen hat. Und ich schalte den Hauptschalter an und das Ding geht mit an. Und ich denke mir, what the verdammt, der PC ist nicht eingeschaltet. Der ist nur im Soft-Standby. Ja genau, und dann fängst du an nachzulesen. Ich habe das nie in Frage gestellt, das hat mich auch nie interessiert. Die 100 mA zieht der problemlos draus. Und dann guckst du ein bisschen weiter nach. Ja, so im BIOS, da gibt's ja alle Power-Save-States. Und ich habe kurz gegoogelt, da war's mir irgendwann blöd. Weil dann landest du irgendwann dran, an dem Punkt, dass man unter Windows dann unter den Energieeinstellungen das so einstellen muss, dass beim Runterfahren die USB-Stromversorgung aller Verbraucher abgeschaltet. Warte, verdammt, ich schalte den PC aus. Dann erwarte ich eher, dass ich im BIOS aktiv sagen muss, okay, die Buchse brauche ich noch, weil das eine Ladebuchse. So kenne ich das auch von Laptops, das ist auch okay, eine zum Laden und der Rest, so, also eine Buchse sie zu laden und der Rest, warte, verdammt, aus. Also ich habe es nicht hingekriegt, ist die Kurzfassung davon. Und ich habe geflucht. Deswegen werden wir jetzt im Folgenden wenigstens mal eine Zeitverzögerungsschaltung entwickeln. Ich bin echt gespannt, ob das klappt, weil ich habe es mal bloß so im Kopf überlegt und noch nichts gemacht. Aber, und jetzt kommt das Spaßige, die Sicherung fliegt trotzdem nicht. Und ich habe das jetzt auch umgestellt im BIOS. Also jetzt geht der PC mit Strom an über das Netzkabel, geht der PC auch an. Und jetzt könnte man euch denken, jetzt so wie ich das beschrieben habe, PC geht an, das Ding kriegt Strom. Ja, dann sind wir eigentlich so weit wie vorher. Da müsste doch Sicherung wieder fliegen. Tut sie nicht. Vermutung, das PC-Netzteil, das zieht natürlich einen relativ hohen Strom, die Kondensatoren. Je nachdem, es ist eigentlich ein gutes, das Gute. Und das hat halt eine gewisse Verzögerung drin, bis das Power gut dann aufgutet, bis die Spannungen sich eingeschnackelt haben. Und wenn das mal ein, zwei Netzperioden ist, also eine Netzperiode sind ja 20 Millisekunden, das Ding schaltet zwar relativ schnell, aber ich vermute mal, dass das die Hauptlast von dem ganzen Klumps runter tut. Trotzdem, da wir jetzt dieses universelle Interface hier haben, ne, diesen USB-Konnektor, haben wir zwei Möglichkeiten. Wir machen jetzt erstmal die erste und dann die zweite. Wir könnten ja erst die zweite und dann die erste machen, aber das würde jetzt nichts dran ändern. Und zwar, um ganz sicher zu sein, verzögern wir jetzt das Signal, dass dieses SSR schaltet. Wie machen wir jetzt das? Also jetzt, ich bin jetzt gespannt. Das ist die Aufgabe. Ihr habt 5 Volt, die einsetzen und ihr sollt sie, sagen wir mal, eine halbe Sekunde verzögern. Oder eine Sekunde. Lösen Sie das Problem, Mr. LaForge. Ich rede jetzt mal ganz großmächtig, weil ich habe jetzt wirklich keine Ahnung und ich werde die Sequenz mal so lassen. Natürlich werde ich das rausschneiden. Ob das, was ich denke, klappt. So, und jetzt könnt ihr nachher in die Kommentare schreiben, unter welcher Kategorie ihr fallt. Kategorie A. Da kaufe ich mir ein Zeitrelais. Das ist gar kein Problem. Das ist völlig korrekt. Das hätte man dann gleich mit 230 Volt machen können. Ich weiß gar nicht, ob das mit 5 Volt geht. Kategorie B. Da nehme ich einen Arduino. Das schreibe ich geschwind als Programm. Oder einen anderen Mikrocontroller.
Das ist Kategorie B. Kategorie C. Das ist kein Problem, da nehme ich ein Recipe. Brauche ich nur über den digitalen Eingang einlesen und, genau, kein Problem, dann wird das Linux-Kernel dreimal neu rekompiliert. Das Problem ist gelöst in ungefähr 2 Stunden. Kostet wahrscheinlich 40 Euro. Nächste Kategorie. Ich habe da noch irgendwie eine SPS. Die macht das auch super. Ganz toll. Das muss man jetzt auch mit CD. So, und die alle anderen. Eine haben wir noch. Dann nehme ich einen Monoflop, einen 74LS. Oh, jetzt habe ich die Nummer, die vorher nachschauen müssen. Gehe auf die Flanke und gehe dann zeitverzögert auf den Abfall, schalte ich dann einen Flipflop zum Beispiel. Ne? So, das habe ich jetzt gerade so improvisiert. Hoffentlich, es müsste ungefähr passen. Ne? Okay, das gibt ein Sternchen für Fleiß. Aber was wir machen es rein analog und dann schauen wir mal, wie viele Bauelemente wir brauchen, ohne dass wir ein aktives Bauelement brauchen. Ich hoffe, es klappt. Das wird echt witzig. Ich blamier mich bis auf die Knochen. Und ich sage euch nachher, wie lange ich gebraucht habe. Ich möchte euch aber jetzt nicht vorenthalten, dass es natürlich eine sehr elegante Lösung gibt. Und zwar, ihr nehmt so ein Molex Y-Glied. Y-Glieder sind immer gut. Wenn ein Glied nicht reicht, dann hat man nachher 2. PC-Seite. Und hier, schwarz ist Masse, rot ist plus 5 Volt, gelb ist plus 12 Volt. Das Witzige ist, wir können alle verwenden. Bin ich mal in der so optimistischen Auffassung, dass die auch natürlich, zumindest auf jeden Fall die 12 Volt, erst mit Power On vom Haupt-PC eingeschaltet werden. Das heißt, ihr müsstet dann eben irgendwo das Kabel durch die Rückwand vom PC ziehen. Wir machen das dann vielleicht, wenn das andere nichts wird. Und das hier mit den USB-Spannungsversorgungs-Drahtlies verbinden. Das ist auch der Nachteil, wenn ihr das mit 12 Volt macht. Ihr könnt es im Prinzip mit jeder Spannung machen, die das SSR kann. Das kann hier Steuerspannung, ich habe es hier schon mal vorbereitet, ne? Ja, das ist das zweite, bis 32 Volt. Also ihr könntet im Prinzip an diese beiden Versorgungsdinger, die entsprechenden hier auf die USB-Leitung, auch die 12-Volt-Leitung legen. Tut das nicht. Also wenn ihr dieses Kabel hier moddet, so stellen wir das vor, ne? Der Stecker bleibt gleich, den schneidet ihr ab und macht das hier dran. Dann habt ihr nachher das 12-Volt drauf. Finde ich nicht gut, weil irgendein dahergelaufener Kasper, der jetzt dieses Ding hier vielleicht rumflacken sieht, steckt es in irgendeinen Hub oder was weiß ich rein und 12 Volt auf den Spannungsversorgungsleitungen mögen die nicht. Also wenn, dann macht es nur mit 5 Volt, dann ist es wenigstens kompatibel, einigermaßen. Oder macht da einen anderen Stecker rein. Aber jetzt kommt der interessante Teil. Und ich bin jetzt echt schon, Moment, ich muss kurz aufnehmen. Ich bin jetzt echt schon ganz wuschig, weil ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und meine Erfahrung ist bei so Analog-Lump, es funktioniert nie. Hier ist das zweite SSR von der Polen-Firma, nein, Polin heißen sie ja. Oh, das gibt garantiert wieder Ärger. Von der Polin-Firma. Ja, ich habe es ja schon mal gesagt, ich kenne die schon länger. So, und was ich jetzt wissen möchte ist, ab welchem Strom schaltet das SSR und bei welcher Spannung? Ja, es gibt nichts Gutes, außer man testet es. Wir messen jetzt hier den Strom in Milliampere. Einschalten wäre nicht schlecht. Natürlich ist die Polung wieder verkehrt. Und was er jetzt anzeigt, ich habe jetzt mal 5 Volt normal genommen, gell? 14 mA. Oh, jetzt kommen wieder, ich weiß, ich mache es euch leichter, ne? Damit der Monk in euch, damit es dem wieder gut geht. So, wann springt denn das Ding an? 4 Volt, 12 mA, 3 Volt steht drauf. 3 Volt, 6 mA, 2 Volt, so, und jetzt ist die Frage. Jetzt brauchen wir tatsächlich eine richtige Last, weil sonst sehen wir nicht, ob das Ding gescheit durchschaltet. Habe ich schon mal erwähnt, dass das lebensgefährlich sein könnte. Also wenn im wahrsten Sinn des Wortes die Spannung steigt, schaue ich immer, dass ich ein bisschen Ordnung habe, dass ich weiß, wo es britzelt nachher. Gut, also jetzt erst einmal den Trenntrafo wieder einschalten. Aha, bei 6 mA, da leuchtet der Spaß schon. Und jetzt wieder nur mit einer Hand. Wir hatten das schon öfters. Mal gucken, aber bei 3 Volt auch einschalten kann. Man muss auch immer gucken, nur weil die... okay. Gut, also er kann auf jeden Fall einschalten bei 3 Volt. Bei 2 Volt schaltet er nicht mehr ein. Machen wir 2,5 Volt. Bei 2,5 Volt mit 4 mA schaltet der schon ein. Es ist auch nicht so, dass er bloß zur Hälfte durchschaltet. Das wird man sehen. Das wird anders ausschauen. 5 Volt ändert sich nichts, außer dass der Strom steigt. Also 2,5 Volt und 4 mA. 2,3, da ist Schluss. Bei 2,4 schaltet er schon ein, bei 3,4 mA. So, Trenntrafo aus und Stecker raus. Jetzt nehme ich euch mal mit auf meinen Gedankengang. 2,4 Volt, 3,5 mA. Gut, was ich mir jetzt überlegt habe, wir haben hier USB
Das ist eine 5-Volt-Batterie, die im Prinzip eingeschaltet wird. Ne? Das sind 5 Volt, das ist ein Schalter. Und hier hinten habe ich im Prinzip eine Leuchtdiode, die mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung einschalten soll. Das heißt, mein Gedanke ist, ich baue mir jetzt hier ein RC-Glied. Es kann sein, dass wir hier noch einen Entladewiderstand brauchen. Und was das RC-Glied macht, hier an dem Widerstand fällt ja Spannung ab. Hier hört der Strom. Der Elko ist, wenn er leer ist, wirkt wie ein Kurzschluss. Er zieht uns also den ganzen Strom dann, der jetzt hier begrenzt wird durch den Widerstand, weg. Und erledigt dann auch die Spannung und dann leuchtet die Leuchtdiode nicht. Bis der Elko eine gewisse Höhe erreicht hat, in dem Fall etwa diese 2,4 Volt. Weil wenn er so 2,4 Volt erreicht hat, dann könnte ihm die LED vielleicht Konkurrenz machen. Spätestens dann, wenn er natürlich voll aufgeladen ist. Das ist jetzt eben die Frage, was voll aufgeladen ist. Na, die LED wird, ich weiß es nicht, bei 15 mA hört es ja ungefähr auf. Das hätten wir jetzt auch noch aufschreiben müssen, also maximal 15 mA. Spätestens dann ist Schicht im Schacht. Aber diese 3,5 mA zum Ansteuern, die müsste der Widerstand, wenn der Elko nicht da wäre, ja durchlassen. So, jetzt bin ich gespannt, wie weit ich mir jetzt da verrechne. Also jetzt sagen wir einfach mal, also ganz Pi mal Daumen. Der Strom muss irgendwo in diesem Bereich hier sein. Ne? Wir haben 5 Volt vom USB und hier brauchen wir 2,4 Volt. Also sage ich mal, das Delta U ist ungefähr 2,6 Volt. Und jetzt möchte ich mal eine Größenordnung kriegen, weil meiner Meinung nach muss man das Ganze eh dann ein bisschen experimentell lösen. Und I, nehmen wir mal an, I wäre 3,5, sagen wir 4 mA. Das ist schöner zum Rechnen. So. Also, dass ich den Strom hier begrenze für den Zeitpunkt, wenn das Ganze schon so ausgeglichen ist, dass die LED zum Leiten angefangen hat, also bei 2,4 Volt ist. Ne? Und dann R ist U durch I. Mathe braucht man nie. Also, dann wäre jetzt hier 2,6 Volt fallen dann hier ab, ist dann 2,6 Volt durch 0,004 Ampere. Dimensionsprobe stimmt. 2,6. Können wir das im Kopf? Das ist ungefähr mal 250, das ist dann irgendwas um 600 Ohm. Das sind ungefähr 650 Ohm. Bei der Ohmreihe ist immer so eine Sache, die Werte gibt's nicht genau. Nehmen wir lieber größer oder nehmen wir lieber kleiner? Was sagt ihr? Also wir nehmen lieber kleiner, weil dann ist der Strom höher und höher ist immer besserer. So, jetzt ist die Frage, habe ich einen 600 Ohm Grad passend da? So, an 560 hätte ich da. Grün ist rot. Grün ist rot. Grün ist 5. Das ist Synästhesie. Grün ist rot. Blau hätte ich nicht auswendig gemusst, muss ich stehen. Und dann halb braun für die 0. 560. Jetzt schnappe ich mir mal diese furchtbaren Klemmdinger. Weil der erste Versuch ist ja, dass wir jetzt einfach den Widerstand mal in Serie schalten, 5 Volt anlegen und dann muss das Ding angehen. Soweit der erste Teil der Überlegung. Also, das ist jetzt nur ein Widerstand in Reihe, ne? Zu dem ganzen Spaß. Also, jetzt mal wieder Trenntrafo an. 5 Volt. Und, ach so, das seht ihr nicht. Wieder aufpassen, dass ich nichts anfasse hier. 4 mA. So, wenn er nicht gescheit steht, blöd. 4 mA. Also, soweit stimmt diese Rechnung. Bei 5 Volt wird der Strom auf 4 mA begrenzt. Da sparen wir nur Energie. Gut. Fertig. Nee. So, und jetzt kommt der Teil, wo die Schätzerei losgeht. Was für ein Elko bräuchten wir jetzt, damit wir das eine Weile verzögern? Einfach mal eine Vorstellung zu kriegen. Na, wie gesagt, ach, scheiß auf Simulation. Also C ist Q durch U. Also das ist die Kapazität des Kondensators und Q ist, ja, ich weiß, jetzt, ich weiß schon, was jetzt wieder einige von euch bringen. I von T dt durch U. Was ich jetzt damit sagen will, der Strom, das hier steht eigentlich für den Strom, der in den Elko reingeflossen ist, das ist die Ladung, und dann jetzt halt mal durch die Entspannung. Also er ladet den Elko eine gewisse Zeit lang und teilt es dann die Spannung, ist die Kapazität. Und jetzt möchte ich mal eine Größenordnung kriegen, weil das C brauche ich. Jetzt sagen wir einfach einmal, die Spannung würde bei konstantem Strom, den wir nicht haben, würde linear ansteigen. Also ich nehme jetzt den konstanten Strom von diesen 4 mA. Ich möchte jetzt hier diese 4 mA haben und jetzt einfach mal eine Sekunde. Also, ihr habt das in Teil nicht gesehen, deswegen sage ich es nochmal. Wenn ich jetzt davon voraussetze, dass I konstant ist, mal Delta T durch U, dann ist das die Ladung und das die Spannung. Und wie gesagt, wir schätzen hier nur ab. Das ist eine grobe Schätzung, weil wir haben überhaupt noch keine Ahnung, welche Größenordnung von Elko wir brauchen. Also, 4 mA mal eine Sekunde. Das sind natürlich 0,004 Ampere
mal eine Sekunde durch 2,4 Volt. Das sind die, wo die Leuchtdiode zu leuchten anfängt. Das sind nachher Coulomb durch Volt und das ist die Kapazität. Und da braucht man nur mäßig viel denken. Das ist auch nicht schlecht. 4 durch 2,4. Und das sind 0,0016, also 7. Das sind 0,0017. Einheit ist, mein Gott, das werde ich doch wissen, Farad. Oder, jetzt nehmen wir drei, den Punkt habe ich jetzt offiziell nicht gemacht. Oder, das sind, ich schaue jetzt nochmal dahin, ist gleich, das ist jetzt hier angemessen, auch wenn es gerundet ist. Ah ja, genau, deswegen schauen wir es hier so. Das ist 1,7 Millifarad oder 1700 Mühfarad. Also wir brauchen jetzt irgendwas in dieser Größenordnung von 1-2000 μ. Und wie es der Zufall will, 2200 μF 16 Volt. I'm so excited. Also, wie müssen wir jetzt den anschließen? Ihr könnt es eigentlich nebenher mitbasteln. Bis auf das mit der Netzspannung, das macht es halt nicht. Aber ihr könnt es euch ja sicher beherrschen. So, Ground. An den Ground von dem Elko. Und es glaubt mir eh keiner, dass ich das jetzt nicht geprobt habe. Aber wenn es schief geht, dann geht's halt schief, ne? Dann werde ich nachher wahrscheinlich stundenlang brüten, warum es nicht passt. Und den jetzt auf die, im Prinzip, Seite hier von dem SSR. So, ich schalte mal ein, weil uns graust zwar gar nichts. Gut, nichts passiert, ist logisch, ne? Und einschalten. Ui. I'm so begeistert. Also, einschalten. 21, 22. Ungefähr 2 Sekunden. That is simply impossible. Übrigens habe ich vorhin mit dem Entladewiderstand Müll erzählt, weil das macht die LED. Habe ich gar nicht dran gedacht. So, das hier, den brauche ich nicht. Und ich bin jetzt gerade etwas perplex, weil das hat auf Anhieb funktioniert. Das ist jetzt ein bisschen beunruhigend, weil so eine Schaltung, so eine analoge Schaltung funktioniert eigentlich nie. So, ich mal es euch nochmal auf, weil das ist das, was ihr wahrscheinlich dann in irgendwelchen Foren verlinkt, wo sich dann die Leute drüber lustig machen. Ihr schnappt euch ein USB-Kabel. Und das hat eine rote und eine schwarze Leitung. Und dieses USB-Kabel, diese rote Leitung und die schwarze Leitung trennt ihr auf. Dann habt ihr hier einen 560 Ohm Widerstand. Ein Viertel Watt. Das habe ich nicht mal nachgemessen. Ich hoffe es. Pi mal Daumen bei 4 mA sollte das passen. Überlegen wir uns nachher nochmal. Dann habt ihr hier ein Elko 2200 μ 16 Volt. Und hier das SSR. Das Ganze funktioniert jetzt nur bei diesen Randdaten. Schaltet bei 3 Volt und irgendwas um 4 mA. Damit haben wir gerechnet. Wenn ihr die Zeit vergrößern wollt, also T länger, Einschaltverzögerung länger, C nach oben. Wenn der Strom hier anders ist, das müsst ihr rausmessen, dann muss der Widerstand hier nach unten. Und weil wir es haben, würde ich jetzt noch geschwind die Spannung am Kondensator messen. Und zwar nehme ich mein Lichtmesser, hänge den auf die Lampe und verbinde den mit dem Ostsee. Hält es? Also die violette Kurve ist die, wenn es Lamperl angeht. Und jetzt sehen wir zwischen hier und hier, ne, das sind jetzt übrigens das Flimmern hier, das sind die 50 bis 100 Hertz, also die 50 Hertz eigentlich in dem Fall der Netzfrequenz. Und 2, 4, 6, 8, wow, ich bin begeistert. Ne? Also hier wird es ungefähr eingeschaltet und das sind 2 Millisekunden per Division. Das Ding hat tatsächlich eine Sekunde Verzögerung. Also wozu ist das Ganze jetzt nochmal gut? Das ist dazu gut, dass wenn ihr das Signal, was ihr eben reinbekommt, das kann ja jetzt 5 Volt oder 12 Volt sein. Hauptsache, ihr kriegt ungefähr die 4 Milliampere hin. Wenn das Signal halt verzögert werden muss, damit ihr wirklich eine Einschaltverzögerung habt, dann könnt ihr das über ein RC-Glied machen. Und jetzt würde ich mal sagen, alle, die eine andere Lösung gefunden haben, versucht diesen Preis zu unterbieten. Wie war das aber nicht unterbieten? Das war Harry Weinfurt, ne? In, wie hieß jetzt die Show wieder? Der Preis ist heiß, genau. Das kann man nämlich wunderbar in dieses Ding hier, wenn man es dann doch benutzt, reinlöten. Und dann war's das. Weil mit einer Sekunde Verzögerung müsste eigentlich jede Anlaufsituation in den Griff zu kriegen sein. Und sonst machst du halt 10-fache da rein. Also das vom Preis her ist es. Also den Widerstand hier nimmt, schaut's, dass er nicht einen zu kleinen nimmt, gell? Weil
des Dingens hier, der Kondensator hat im Prinzip Kurzschluss beim Einschalten. Ach, ich habe euch ja noch versprochen, dass wir die Verlustleistung berechnen. Habe ich total vergessen. Wie konnte das passieren? P Verlust, also in dem Fall P Verlust ist U Verlust mal I Verlust. Das sollte man nie machen, sowas. Ich habe den Stecker rausgezogen, bevor jetzt jemand Angst hat. Oder, wie wir natürlich alle wissen, U und I ist U durch R. Also haben wir U Verlust Quadrat durch R. Erinnert ihr euch noch an die Schaltung? Ja, ich weiß, diese Aufmerksamkeitsdefizit und so weiter, ne? Wenn der Elko hier kurzer, im Kurzschluss ist, weil er leer ist, dann könnt ihr im Prinzip die 5 Volt hier am Widerstand abfallen lassen. Also ist das 5 Volt Quadrat durch 560 Ohm. Das ist die maximale Verlustleistung, die kurzfristig durch den Widerstand fließen wird. Das ist 25 hier, ist 44 Milliwatt. Also ein Viertel Watt ist okay, weil, immer dran denken, das ist der Stoßstrom. Also, das stimmt jetzt nicht. Der Stoßstrom durch das Ding ist 5 Volt durch 560 Ohm. Das ist nicht arg viel, ungefähr 10 mA. Ne? Aber auch, wir hatten das bei dem Plasma-TV zum Beispiel. Die Gesamtverlustleistung hier ist nicht die einzige Größe, die beim Widerstand interessant ist, sondern je nach Widerstandstyp kann es sein, dass wenn ihr einen hohen Einschaltstrom habt, dass euch der den Widerstand trotzdem langfristig wegbrettert, vor allem bei Drahtwiderständen. Aber ich glaube, das führt jetzt hier zu weit. Also, wir haben 44 Milliwatt Verlustleistung kurzfristig. Und langfristig im Dauerbetrieb, das könnt ihr jetzt selber. Ihr könnt jetzt das Video pausieren und im 4 mA Bereich das ausrechnen. Habt ihr das soweit geschafft? Sind wir wieder U. U ist irgendwo 2,5 Volt. Ne? Das Delta U an dem Widerstand hier, das ist ungefähr 2,5 Volt mal die 0,004 Ampere. Und das ist irgendwie in Bayern, sagt man, Hennerfurz, das ist 2,5 mal 0,004. Das ist ungefähr 10 Milliwatt. Ja, also ihr müsst da bloß aufpassen, nicht, dass ihr ein SMD0201 nimmt. Das wäre vielleicht, da weiß ich die Leistung nämlich nicht. Das ist jetzt natürlich vollständige Bauanleitung. Wir kommen jetzt in den Laberteil am Ende. Ich habe euch jetzt auch, weil es jetzt schon spät geworden ist, das jetzt hier nicht aufdröselt. Aber also ich glaube, das könnt ihr selber, oder? So ein Kabel aufschneiden und da drauf schrumpfen, das könnt ihr selber. Ich bin ein bisschen paranoid, das ist bekannt. Ich würde tatsächlich hier, wenn ihr das da anknipst, noch eine 100 mA Schmelzsicherung dazwischen hängen. Weil die Netzteile, die geben schon mal 10, 20 Ampere. Ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, ab. Und wenn ihr irgendwo einen Fehler in eurer Verdrahtung macht, dann qualmt das ganz heftig. Das wird euch nicht umbringen. Weder tödlich noch sonst irgendwas wahrscheinlich. Aber es qualmt halt. Und ich glaube, das ist nicht die allerbeste Idee, das dann so zu machen. Deswegen habe ich bei solchen Sachen, wo viel Wumms dahinter ist, gern halt nochmal eine Sicherung davor. Da könntest du tatsächlich auch einlötbare Einmalsicherung nehmen, weil das merkt ihr dann schon, wenn es auslöst. Genau. Ich finde dieses universelle Steckersystem ganz witzig. Ich, wie ich schon gesagt habe, würde das in einen Verteilerkästle machen. Also wenn ihr eine ähnliche Konstellation habt, bei mir ist es Stereoanlage und PC, dann kauft euch eine gescheite Steckdosenleiste. Es ist ja da, wir sind deswegen wurscht. Ich würde diese Bachmann Handwerkerleiste empfehlen. Wenn ich dran denke, verlinke ich es unten. Weil da könnt ihr selber Kabel reinfummeln. Das ist dann einigermaßen sauber. Und ihr könnt ja aus dem Verteilerkasten dann entweder per Steckdose oder sonst wie auch eine zweite Steckdose rauskommen lassen, wo euer im Prinzip euer Fernseher oder PC, der hauptberuflich als erster eingeschaltet wird, wo der angeht und eben dann sekundär halt das Geraffe da. Also, noch ein Disclaimer. Dieses Zeug, ich habe es schon mal gesagt, dieses Zeug kann euch, wenn ihr Fehler macht, oder wenn eure Geräte das nicht können, theoretisch irgendwelche Anschlüsse und Ports schrotten. Wenn ihr es macht, ist es auf euer eigenes Risiko. Schickt mir nachher keine Rechnung für Fernseher, die ihr geschrottet habt, weil ihr entweder jetzt den Strom überschritten habt, was eigentlich ein gutes Gerät abkönnte, oder weil ihr das irgendwie mit der Netzspannung verpupselt hat. Den Netzspannungsteil, den übergibt ihr ja eh einem ausgebildeten Elektriker oder Elektrotechniker, der mit Netzspannung umgehen darf. Das ist dann auch in Ordnung. Jetzt würde es mich interessieren, hat euch das irgendwie inspiriert oder seid ihr jetzt ein bisschen frustriert, weil ich euch jetzt den Arduino ausgeredet habe? Würde mich interessieren, dann würde ich sagen, vertagen wir uns aufs nächste Mal. Wenn es uns allen Spaß gemacht hat, dann machen wir irgendwann wieder so eine DIY-Folge. Servus.